Wir fahren uphill. Bei mir ist der Mickey. Ist ein bisschen regnerisch heute. Eigentlich ein trüber Tag. Aber wir wollen trotzdem eine Nacht in Onstmettingen am Berg verbringen. Und ich hoffe so, ihr seid dabei. Ja, hier ist noch eine Karte für die Winterdraufgänge und für Loipen und Loipen und Skilifte. Aber ich denke mal, die eine Map ist für uns so die wichtigste. Das hier ist jedenfalls der erste Parkplatz. Ja, da sieht man, der ist schon relativ groß. Und weiter geht's. Noch eine Karte. Jetzt sind wir einen Punkt weiter oben. Überall hat Bänkle. Hier hat man eine super Aussicht auf Onstmettingen und ich glaube im Hintergrund ist Taifingen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay, also hier geht es dann noch zur Fuchsfarm. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Ich glaube, das ist sowas wie eine Jugendherberge, mehr oder weniger. Ja, okay, ein Wanderheim. Das ist keine Jugendherberge. Aber hoch zum eigentlichen Ziel, der Reichberg. Also ich war hier mehrmals essen, aber es ist schon lange her, ich weiß nicht, was für ein Pech da drauf ist, aber es war immer sehr gut. Ja, da ist so ein Aussichtsturm und hier ist so ein Funkturm, den die Aliens benutzen für die Gedankenkontrolle und ein kleiner Spielplatz für die kleinen Aliens. Turm kostet 50 Cent. Lohnt sich. Sehr schöne Aussicht von da oben. Hier ist was für meinen Freund Rolf vom Kanal Video Natur. Das wird dir oder das würde dir sehr gut gefallen, Rolf. Wie gesagt, hier ist der Aussichtsturm und von hier geht es jetzt nochmal, ja, was ist das geschätzte 200-300 Meter bis zu den eigentlichen Draufgängen und bis zu dem wunderbaren Blick über den Hohenzollern. Ja, jeder Schweizer lacht mich jetzt aus, aber es ist einfach auch eine geile Aussicht. Ja, von dieser schönen Plattform, wo man den Hohenzollern so sieht, geht es dann rechts oder links entlang am
Hang quasi, das sind dann die Draufgänge. Ich bin ein Draufgänger. Hier geht so eine kleine Schlucht runter. Ja, hier 700 Meter, immer wieder schöne Felsformationen, immer wieder schöne Ausblicke. Hier ist nochmal eine Schlucht. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade für eine Party ist. Da haben die Vögel schreien wegen dem Hund. So, und wir gehen als erstes mal auf den Hang den Stein hoch. Home of the Kramer. Und das ist der hangende Stein. Wow, imposant. Kann ich euch nur sagen, das ist sehr imposant. Yes. Bleib hier. Da geht's ab. Eine Kuh. Da ist so ein Kohlemeiler. Sagt man Meiler? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ist bei mir auch schon in Videos vorgekommen. Können wir morgen früh auch noch mal hingucken genauer. Hier ist die Stelle, wo wir campieren werden dann. Ja, das ist meine Aussicht für den Abend. Cool, oder? Eine Sache, die beim Camping auch so ist wie beim Bushcraft oder sonst was, Wandern, Outdoor ist, man muss es machen, um zu wissen, welche Gegenstände gut sind, was wirklich Sinn macht und so weiter muss man es probieren. Man muss eben dann auch campen, wenn man einen Camper hat und ich muss sagen, deswegen mache ich noch keine Roomtour, weil ich immer noch rumwurschtel, immer noch rumprobiere. Ich glaube, das ist ein ewiger Vorgang, da dauernd rumzubauen und irgendwas zu machen. Aber deswegen, ja, die Ideen, die Inspiration oder das zu wissen, was man braucht und wie man es braucht, entstehen dann, wenn man es tut.
So sieht's hier aus. Das hat sich jetzt eigentlich ganz gut bewährt, dass der Mickey hier unten geschlafen hat, unter dem Einer sozusagen. 1,60er habe ich hier drauf, 61 mal 60, und hier hat er schön viel Platz und mit dem Kopf dann auch noch Luft nach oben. Hat nicht so eine Angst, der Hund, und hat auch sehr gut geschlafen. Oder, Mick? Gut geschlafen. Irgendwann heute Morgen hat es auch noch mal so richtig geschüttet, ich glaube so um 5 oder um 6. Jo, und wir machen eine kurze Erkundungsexpedition, um zu schauen, was ist denn eigentlich die Fuchsfarm? Ach, also doch, Jugendzentrum. Naja, Jugendzentrum, Wanderzentrum, Wanderjugendheim, keine Ahnung. So, wir sind jetzt noch eine Passage runtergefahren, quasi zwischen dem zweiten und dritten Parkplatz. Hier ist eine wunderbare Grillstelle. Und auch hier wieder eine wunderbare Aussicht aufs Tal. Nur heute haben wir ja halt die Nebelwand, ne? Langsam wird es auch mit dem Nebel besser, oder? Wir sind jetzt quasi auf dem Rückweg nochmal auf den ersten Parkplatz gegangen, zum besser zeigen, und ich sehe jetzt gerade, dass es viel größer ist, als ich gestern den Eindruck habe. Ja, hier hat man die Sicht dann auf und Mettingen runter, wenn man sie hat. So, wir haben jetzt sehr viele Sachen gezeigt. Bestimmt gibt es auch noch sehr viel Schönes zu entdecken. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Geht raus, daheim sterben die Leute.